Das nächste erwähnt ist Stunt Dance in Adrenaline. Ist ein Stunt-Show, 6500, hab nicht gecheatet. 5 Respektpunkte, vorhin haben wir keine Ahnung bekommen. 20 und ja, ich kaufe mir gerade ein Motortuning. Nee, warte, kein Motortuning. Ich kaufe mir Supersportreifen, die sind schön teuer und weil das nächste ein Rennen ist, kaufe ich mir mal kurz das Sportfahrwerk, rein damit. Nein. Oh ja, ich brauche einen Wagen schon. Brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche keinen, die sieht man sowieso nicht. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Wrecking Kits, unwichtig. Und wir brauchen. Voll geil, oder? Drück mal F1 im Karrieremenü, es macht voll Spaß. Okay, fangen wir mal am besten gleich an. Ah, das ja, ist da. Da will man noch einen Call Borgring. Das ist so ein Rennen. Wir machen natürlich das. Toni und seine Jungs organisierten den Fuhrrad. Ja. Sie waren für den Bau der Stunt-Elemente verantwortlich. Echt? Der Shop war nur Fassade. In Tonis Shop holten wir nur das Geld wieder rein, das wir vorher den Fahrern als Prämie ausgezahlt hatten. Zumindest teilweise. Dieses Geld stecken wir dann wieder in den Bau neuer Stunt-Elemente. Große Rampen, kleine Rampen, Loopings. Für unsere Nachwuchshelden hatten wir zum Beispiel eine Strecke gebaut, die nur aus kleineren Rampen bestand. Dort konnten sie ihre ersten Erfahrungen in der Liga machen. Ja, die ersten Erfahrungen, das klingt schon mal gut. Jo, Fahrzeug, muss ich den Spektra nehmen. Wow, 2, also Gegner. Boah, Preisgeld 6.100, 5 Respektpunkte. Erreiche die höchste Standpunktzahl in 3 Minuten. Beeindrucke dein Publikum mit gewaltigen Sprüngen und gekonnten Landungen, selbstmörderischen Crash und wilden Überschlägen. Je mehr Tricks du nacheinander vollführst, desto besser werden deine Kombos belohnt. Jeder einzelne Stunt zählt. Erfahrung mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Also jetzt wisst ihr auch nicht, was das ist. Der Tüter Tai ist halt verhaftet und tschüss. Seht ihr, ich habe jetzt einen Sportreifen angebracht, obwohl ich auf Road brauchte. Aber ey, wow, 21 Punkte auf einmal. Haha. Das ist schon mal was, oder? Ups. Ja, wenn ich mich zwerge, bekomme ich minus 2000 und es kostet mich viel Stunt-Punkte. Ja, das ist mein geilster Stunt, glaube ich. Warte, nein, das ist es nicht. Hoffentlich geht die Zeit schnell, denn mich kann man immer einholen. Aber jetzt mache ich das. Spirale. Okay, gehen wir zurück zum Themenlichen. Ja, mir geht's halt so gut, ja. Ist super hier. Daheim, ich bin nicht alleine, meine Eltern sind gerade woanders. Also die sind schon da, aber ja. Sonst geht mir schon gut, ist alles okay. Aber ich möchte gerne was zum Spiel sagen. Das macht sehr Spaß, finde ich. Und ja, sehr gut. Ich würde es euch empfehlen zu kaufen. Ja, ihr kennt ja, bla bla bla. Schon einmal gibt man sowas und dann hat man die ganze Scheiße. Ja. Jo. Und sonst, mir geht's gut und ja. Eigentlich habe ich nichts Großes zu erzählen. Ich wollte nur unbedingt ein Let's Play machen, damit das andere auch mal erfahren, dass ich auch noch auf der Welt bin. Also, ich mache jetzt nur Spaß, natürlich. Jetzt suche ich erstmal die Brücke, deswegen mache ich keine Standpunkte gerade. Also da fängt die Brücke an und da kann ich jetzt auch anfangen zu schanzen. Wuhu! Also so ähnlich wird es jetzt auch in Offroad Stage gehen.
Ja, ist wirklich so. Ja, nicht mehr viel Zeit. Und ich muss sagen, ein Video sollte eigentlich mindestens 5 Minuten dauern. Und bei mir ist gerade 5 Minuten 11. Und wow, ich habe einen Stand wie in Hollywood. Ja. Eigentlich 10 Uhr nacht, okay. So, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Ja. Ihr seht ja, mein Auto ist total kaputt. Jetzt haben wir wieder Kohle. Ja. Eigentlich habe ich jetzt. Ich sollte mir eigentlich mal anfangen, Off-Road-Reifen zu kaufen für die Off-Road-Stage. Aber das nächste ist Callboxing. Ja. Gucken wir mal. Das Off-Road-Fahrwerk brauche ich auch nachher. Das brauchen wir uns noch nicht zu kaufen, das ist immer. Aber ich würde gerne das Blaulicht entfernen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder.